Zehrende Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zehrende Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zehrende Wunde der des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zehrende Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zehrende Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zweiter Tag, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Bitte für uns, Mutter vom guten Rat. O Maria, unsere Mutter, du hast Jesus im Tempel dargestellt. Zeige auch uns deinen göttlichen Sohn. Lege ihn in unsere Armen, lege ihn in unser Herz hinein. Möge er dort allzeit herrschen, geliebt und angebetet werden. O Maria, Jungfrau und Gottesmutter, du bist das Licht in unserer Nacht, erleuchte uns, erleuchte die Welt, erfülle uns mit deinem Licht, auf dass wir deine Kinder den rechten Weg wiederfinden. O selige Jungfrau Maria, im Ratschluss Gottes warst du, von Ewigkeit her auserwählt, zur Mutter des menschgewordenen Wortes, als Mittlerin seiner göttlichen Gnaden und als Fürsprecherin der Sünde. Zu dir nehme ich meine Zuflucht, ich, dein unwürdiger Diener. Mögest du mir beistehen mit deinem Rat und mein Wegweiser sein in diesem Tal der Tränen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Anrufung zur Mutter vom guten Rat. Mutter vom guten Rat, Königin des Himmels und der Erde, bitte für uns. Mutter vom guten Rat, in allen Zweifeln und Verwirrungen. Bitte für uns. Mutter vom guten Rat, in all unseren Ängsten und Nöten. Bitte für uns. Mutter vom guten Rat, in allen Gefahren und Versuchungen. Bitte für uns. Mutter vom guten Rat, in unserer Ratlosigkeit. Bitte für uns. Mutter vom guten Rat, in allen Unternehmungen. Bitte für uns. Mutter vom guten Rat, in der Stunde unseres Todes. Bitte für uns. Lasset uns beten, o selige Jungfrau Maria. Im Ratschluss Gottes warst du von Ewigkeit her auserwählt.
zur Mutter des menschgewordenen Wortes, als Mittlerin seiner göttlichen Gnaden und als Fürsprecherin der Sünder. Zu dir nehme ich meine Zuflucht, ich, dein unwürdiger Diener. Mögest du mir beistehen mit deinem Rat und mein Wegweiser sein in diesem Tal der Tränen. Amen. Gebet um die Fürbitte der Mutter vom guten Rat. Gebet um die Fürbitte der Mutter, o guter Rat, heiliger, allmächtiger Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus, ermutigt uns. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Lukas 11,9. Unser Glaube ist oft schwach und unser Vertrauen klein und gering. So wenden wir uns jetzt an dich, Maria, Mutter vom guten Rat. Dir dürfen wir unsere Not sagen und zu dir tragen, was uns bedrückt. Maria, dich darf ich vorschicken und um Fürsprache bitten. Du gibst meine Ratlosigkeit an, Jesus, weiter. Dein Rat tut alles, was er euch sagt, Johannes 2,5. Erweist sich als hilfreich und gut. Lass mich tun, was du mir in meiner augenblicklichen Situation, in meinem jetzigen Anliegen rätst, damit das Wunder beginnen kann, wie in Kana. Amen. Herr, erbarme dich. Und Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Mutter der göttlichen Gnade, bitte für uns. Mutter des wunderbaren Ratgebers, bitte für uns. Du Jungfrau, mächtig zu helfen, bitte für uns. Mutter des wunderbaren Ratgebers, bitte für uns. Mutter des guten Rates, bitte für uns. Du kluge Jungfrau, bitte für uns. Du Frau von den Völkern gepriesen, bitte für uns. Mutter vom guten Rat, du Ratgeberin der Apostel, bitte für uns. Du Ratgeberin der Märtyrer, bitte für uns. Du Ratgeberin der Jungfrauen, bitte für uns. Du Ratgeberin aller Heiligen, bitte für uns. Du Ratgeberin der Bedrängten, bitte für uns. Du Ratgeberin der Betrübten, bitte für uns. Du Ratgeberin der Schwächen, der Betrübten, bitte für uns. Du Ratgeberin der Witwen und Waisen, bitte für uns. Du Ratgeberin aller der Familien, bitte für uns. Du Ratgeberin der Jugendlichen, bitte für uns. Du Ratgeberin aller Regierenden, bitte für uns. Du Ratgeberin aller Notleidenden, bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Gefahren, bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Versuchungen, bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Ängsten und Zweifeln, bitte für uns. Du Ratgeberin der Sterbenden, bitte für uns. In Einsamkeit und Verlassenheit,
Hilf uns mit deinem Rat. In Zurückweisung und Ablehnung. Hilf uns mit deinem Rat. Du Ratgeberin. In Krisen der Familie. Hilf uns mit deinem Rat. In Zusammenleben von Jung und Alt. Hilf uns mit deinem Rat. Bei das im Dienst der Kirche. Hilf uns mit deinem Rat. Bei der Suche nach Gott. Hilf uns mit deinem Rat. In Gebet und Arbeit. Hilf uns mit deinem Rat. Im Dienst am Mitmenschen. Hilf uns mit deinem Rat. Auf dem letzten Platz. Hilf uns mit deinem Rat. Vor großen Lebensentscheidungen. Hilf uns mit deinem Rat. Zu Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Hilf uns mit deinem Rat. In Kriegen und Naturkatastrophen. Hilf uns mit deinem Rat. In der Stunde unseres Todes. Hilf uns mit deinem Rat. Du Mutter des guten Rates. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, erbarme dich. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Bitte für uns, du Mutter des wunderbaren Ratgebers. Verbinde uns mit dem menschgewordenen Ratschluss der Liebe Gottes. Amen. Lasset uns beten, allmächtiger Gott und Vater, beim Gedenken an Maria, die Mutter des guten Rates, schenke uns Rettung und Heiland. Durch den wunderbaren Ratgeber Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.